Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem nächsten WoW Shadowlands Vorschau-Video. Ich dachte mir, Pre-Patch ist verschoben, Addon ist verschoben, was machen wir? Ganz einfach, ich wollte mit euch nochmal über die Pakte sprechen, denn der eine oder andere von euch hadert sicher noch mit dem Gedanken, für welchen Pakt er sich mit welcher Klasse schlussendlich entscheiden soll. Ausschlaggebend für viele Spieler ist ja dafür diese sogenannte Pakt-Klassenfähigkeit, die es dann geben wird. Es gibt ja pro Pakt eine allgemeine Fähigkeit, die für alle Klassen komplett gleich ist. Und dann gibt es noch für jede Klasse bei jedem Pakt eine separate eigene Fähigkeit. Das kann man sich eigentlich so vorstellen wie damals bei den Artefaktwaffen. Da hat man ja immer pro Artefaktwaffe eine eigene Fähigkeit dazu bekommen. So ähnlich ist es eigentlich auch bei den Paktfähigkeiten. Und heute schauen wir uns mal die vier verschiedenen Fähigkeiten von den vier verschiedenen Pakten beim Druiden an. Ja, beginnen wir direkt mit den Kyrianen aus Bastion. Sollten wir uns als Druide für diesen Pakt entscheiden, bekommen wir folgende Fähigkeit. Und zwar nennt sich diese Seelenverwandtschaft, wenn ich mal den Text ablesen darf, erschafft eine Verbindung mit einem Verbündeten. Ihr könnt die Verbindung jede Minute für 10 Sekunden lang ermächtigen, was euch einen Effekt abhängig von der Rolle eures Partners und eurem Partner einen Effekt abhängig von eurer Rolle gewährt. Klingt jetzt ein bisschen, ja, sagen wir mal kompliziert, ist es im Grunde aber nicht. Im Endeffekt wählt man als Druide, also wenn man diesen Pakt eben gewählt hat, jetzt die Kyrianer, wählt man als Druide einfach einen Mitspieler aus und geht mit diesem ein Band ein, das hält dann eine Stunde lang und alle 10 Sekunden, also jede Minute kann man es alle 10 Sekunden aktivieren, was uns dann ordentlich stärker macht. Natürlich ist es immer abhängig davon, welche Rolle wir einnehmen, also sind wir Heiler, Tank oder DD und mit welcher Rolle wir einen Bund eingehen. Gehen wir jetzt eine Verbindung ein mit einem DD, einem Tank oder halt einem Heiler. Sollten wir Heiler sein, dann bedeutet das, dass unsere Fähigkeit dann Seelenfokus heißt und diese funktioniert folgendermaßen. Konzentriert euch auf euren verbündeten Partner und dupliziert 50% eurer sämtlichen hervorgerufenen Heilung auf ihn. Heißt, wenn ihr beispielsweise wenn ihr Heiler seid und diese Fähigkeit jetzt eben verbündet mit dem Tank macht, bedeutet das, dass wenn ihr jetzt diese 10 Sekunden ermächtigt seid, dann dupliziert ihr 50% eurer sämtlichen Heilung eben auf den Tank noch zusätzlich. Also irre geil. Und der Tank wiederum, weil ihr euch ja mit einem Tank verbunden habt, hat dieser zum Beispiel dann die Tankfähigkeit auf euch. Und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar heißt es beim Tank Seelenschutz. Schützt euren verbündeten Partner und leitet 40% des von ihm erlittenen Schadens auf euch um, sofern ihr nicht unter 20% Gesundheit fällt. Beispiel, eben wie jetzt, sagen wir mal, wir als Heiler haben uns mit dem Tank verbunden, dann duplizieren wir eben 50% unserer Heilung in den 10 Sekunden auf den Tank und der Tank wiederum schützt uns, indem er 40% des von uns erlittenen Schadens auf sich selbst eigentlich umleitet. Und wenn wir jetzt halt Tanks selber sind und das auf einen Heiler anwenden, funktioniert es natürlich genauso. So, wie heißt denn jetzt das beim DD? Und zwar Seelenermächtigung. Energetisiert euren verbündeten Partner und gewährt ihm so einen Primärwert pro 50 Schaden, den ihr verursacht. Heißt im Endeffekt, ihr erhöht eigentlich den Schaden eures Mitspielers, also ein DD wird folglicherweise, würde ich jetzt mal annehmen, einen anderen DD auswählen, denn wenn ihr Schaden macht, dann erhöht ihr mehr oder weniger den Primärwert eures Kollegen. Ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen DD nicht ganz so interessant, denn er würde ja damit seinen Kollegen mehr DPS gewähren. Und das mag ja nicht jeder DD, wie wir wissen, aber so funktioniert das Ganze. Passt aber dabei auf, weil wenn ihr zum Beispiel Tank seid und ihr wählt einen anderen Tank, dann ist die Fähigkeit völlig sinnlos, denn ihr schützt euch dann gegenseitig und nehmt euch gegenseitig 40% des erlittenen Schadens vom Gegenüber ab. Also im Grunde genommen bringt es da nicht viel. Also zum Beispiel Heiler setzt bei Tank ein, Tank setzt bei Heiler ein, DD setzt bei DD ein, wäre jetzt meines Erachtens die logische Vorgangsweise. Gut, unser Druide soll jetzt lieber zu den Necrolords gehen? Kein Problem, dann bekommt er eben die Fähigkeit Adaptiver Schwarm. 40 Meter Reichweite, 25 Sekunden Abklingzeit und hat folgenden Effekt.
befehligt einen Schwarm, der im Verlauf von 12 Sekunden ein Ziel um einen gewissen Wert heilt oder ihm einen gewissen Wert Schattenschaden zufügt und die Effektivität eurer regelmäßigen Effekte beim Ziel um 20% erhöht. Bei Ablauf wechselt der Schwarm zu einem neuen Ziel innerhalb von 25 Metern, wobei er bis zu dreimal abwechselt zwischen einem Verbündeten und einem Gegner überspringt. Das heißt, sagen wir mal, wir setzen den adaptiven Schwarm jetzt auf einem Gegner ein, dann macht halt der seinen Schattenschaden. Während dieser Zeit, also während der Gegner von dem adaptiven Schwarm betroffen ist, ist eben auch noch die Effektivität unserer regelmäßigen Effekte beim Ziel um 20% erhöht. Also die ganzen Dots oder Hots sind dann halt einfach verstärkt. Und noch dazu springt die Fähigkeit dann noch auf einen Verbündeten, heilt diesen und springt dann wieder zurück auf einen Gegner und fügt diesem Schaden zu. Und das sogar bis zu dreimal. Also extrem geil das Ganze. Und bedenkt, der adaptive Schwarm selber hat hier nur 25 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, das ist so eine Fähigkeit, die ihr fast dauerhaft drin haben könnt. Ob ein DD das jetzt möchte, dass der adaptive Schwarm auch mal seine Mitspieler heilt, sei jetzt mal dahingestellt, ist ja vielleicht für den Heiler eher angenehmer, wenn der mal ein bisschen Schaden macht, aber auch noch nebenher heilt, aber bleibt halt abzuwarten, für was sich unsere Druiden in Shadowlands dann entscheiden. Mein persönlicher Favorit liegt aber bei den Nachtfae, denn die Fähigkeiten der Druiden ist einfach absolut der Knaller. Konvokation der Geister, glaube ich, spricht man es richtig aus, 2 Minuten Abklingzeit. Ruft die Nachtfae an, um einen Energieausbruch auszulösen und im Verlauf von 4 Sekunden 16 Druidenzauber und Fähigkeiten in schneller Folge zu kanalisieren. Das heißt, 4 Zauber pro Sekunde. In 4 Sekunden 16 Dudu-Zauber. Dabei setzt ihr Mondfeuer, Zorn, Nachwachsen, Verjüngung, Hauen, Krallenhieb, Schreddern und Eisenfell bei passenden Zielen in der Nähe ein, wobei Fähigkeiten eurer aktuellen Spezialisierung bevorzugt werden. Das heißt, innerhalb von 4 Sekunden donnert ihr wahllos auf Gegner in der Nähe so ziemlich alle Druidenzauber ein, die halt eben zu eurer Spezialisierung passen. Bevorzugt natürlich als Eule beispielsweise Mondfeuer und Zorn. Das sieht einfach total cool aus. Man kann es jetzt nicht so richtig timen oder den richtigen Gegner mit der richtigen Fähigkeit treffen, aber rein von der Idee finde ich es extrem cool. Fehlen nur noch die Wenfire oder Ventier und hier sieht die Fähigkeit des Druiden folgendermaßen aus, wenn er sich eben für den Pakt aus Revendreth entscheidet. Wir sprechen hier von der unersättlichen Raserei, 3 Minuten Abklingzeit und diese hat folgenden Effekt. Von euch eingesetzte Druidenzauber erhöhen 20 Sekunden lang euren Schaden, eure Heilung und euer Tempo um 2%. Dieser Effekt ist stapelbar. Klingt schon mal sehr gut, oder? Aber hier kommt noch ein Nebeneffekt, Leute. Wenn ihr 1,5 Sekunden lang untätig bleibt, überwältigt die Raserei euch, verbraucht 3% eurer Gesundheit pro Stapel, betäubt euch für eine Sekunde und endet. Heißt also, eine Fähigkeit, die man, ich würde jetzt mal sagen, als DD-Dudu auf alle Fälle gut nutzen kann, denn da klickt man ständig irgendwelche Tasten, da ist man eigentlich nie inaktiv, aber als Heiler oder Tank, ist ja eigentlich das Einsetzen von Fähigkeiten eher mehr situationsbedingt und ob es da nicht mal passieren kann, dass man 1,5 Sekunden lang untätig ist und bedenkt, Leute, es ist ja so, dass sich 3% pro Stapel wir Heilung verlieren. Das heißt, wenn wir da im Vorhinein, da keine Ahnung, sagen wir mal, 10 Stapel aufgebaut haben, verlieren wir 30% unseres Lebens instant. Und das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ja, würde ich jetzt eine Eule oder eine Katze spielen, persönlich glaube ich, ich müsste mich zwischen eine der drei Paktfähigkeiten entscheiden, zwischen Necrolords, Wenfire und den Nachtfae, weil einfach die Kyrianer mich jetzt nicht so sonderlich interessieren würden. Klingt jetzt auch ein bisschen egoistisch, aber als DD würdet ihr da einfach einen anderen DD unterstützen und welcher ordentliche Damage-Dealer will schon seinen Kollegen mehr TPS können als ihm selber? Ne Quatsch. Der Wächter-Druide würde ich jetzt, boah, ich denke mal, da ist alles irgendwie interessant, aber da wäre mir einfach die Wenfire-Fähigkeit, diese unheilige Raserei, zu gefährlich, weil ein Tank kann sich halt einfach meiner Meinung nach nicht leisten, dass er instant so viel Life verliert, wenn es denn passieren würde, oder dass er halt einfach eine Sekunde lang gestunt ist. Und der Wiederherstellungsdruide, hier meine persönliche Meinung, auch die Wenfire würde ich hier auch nicht nehmen, also die würde ich auch weglassen.
Und ja, ansonsten der adaptive Schwarm von den Necrolords ist ja eigentlich ganz nett für den Heiler. Bisschen Schaden, bisschen bisschen Schaden, bisschen Heilung. Oder auch von den Nachtfee jetzt die Fähigkeit, dass man instant einfach eine Menge Heilzauber schnell auf die Gruppe, innerhalb von 4 Sekunden 16 Zauber auf die Gruppe raushaut, ist ja fast schon wie ein Oh-Shit-Button irgendwo als Heiler. Also auch das ist okay. Und die Kyrianne-Fähigkeit, die finde ich eigentlich für den Heiler selber auch nicht schlecht, wenn man jetzt speziell für die Heilung eines Tanks zum Beispiel zuständig ist. So, liebe Freunde, das war es wieder mit meinem Shadowlands-Video, mit meinem nächsten. Ich hoffe, euch gefällt mal diese Art von Video, mache ich natürlich bei den anderen Klassen genauso, denn ich hoffe, dass es euch dabei hilft, euch für den Pakt, den ihr in Shadowlands dann angehen wollt, besser zu entscheiden. Bis dahin, viel Spaß mit dem Druiden in Shadowlands schon mal vorab. Macht's gut, euer Tradiculous.